Formiert sich das Starterfeld der Tourenwagen Gruppe A bis 1300 Kubikzentimeter. Wie bei jedem Rennen, die Trainingszeiten entscheiden über die Startaufstellung und die schnellsten Fahrer, die wollen wir Ihnen vorstellen. Die schnellsten wohlgemerkt nach dem Training. Startnummer 23, Ladislav Barasch aus der GSSR. Interessant, dass er nur 7 Trainingsrunden fuhr. Die anderen Fahrer des Feldes, die beanspruchten mindestens 10, 15 Runden, wie sie den Kurs beherrscht hatten und wieder zurück in die Boxen gingen. Also er war der trainingsschnellste, Ladislav Barasch. Rechts von ihm die Startnummer 72 aus der Sowjetunion auf dem Samara, Juri Katsai. Er hat aber Probleme, er verliert wohl Öl, wie wir das gerade durchgesagt bekamen. Und offensichtlich wird ihm die Möglichkeit geboten, hier noch ein, zwei Handgriffe im Motorenraum des Wagens vorzunehmen, damit auch er an den Start gehen kann und das Rennen ordnungsgemäß über die Bühne geht. Werfen wir einen Blick auf die zweite Startreihe, da wo also die dritten und die vierten nach dem Training stehen. Hier haben Sie links mit der Startnummer 26 František Dosek aus der GSSR. Er fährt einen von 4 Skoda des Feldes. Und die Startnummer 25 Josef Studenik aus der GSSR, der bei dem ersten Wertungslauf, bei dem es um Punkte für den Pokal für Frieden und Freundschaft ging, in Poznan der erste war. Aber es ist nicht so, dass hier unsere Fahrer vielleicht gar nicht zu bestellen hätten, denn werfen wir einen Blick in die dritte Starterreihe. Da steht Klaus Gohlke, den Sie ja vorhin schon, wenn Sie über unsere Übertragung vom Schleizer Dreieck von Anfang an verfolgten, vorhin schon in einem Rennen sahen. Er fährt hier an der 5. Startposition und ist damit bester Starter unseres Landes. Ja, und auch das kommt vor im Motorsport, bevor der Startschuss ertönte, schon das Aus. Wie gesagt, für Juri Katsai aus der UdSSR, er schiebt seinen Wagen erst einmal an die Boxen und winkt ab. Ja, das sieht alles nicht so gut aus. Spätestens wenn er den Helm abnimmt und verschwindet, ist das wohl das endgültige Aus. Erst einmal noch werden sich die Mechaniker bemühen, den Fehler jetzt auf die Schnelle hier zu beheben. Ja, das sieht nicht gut aus. Das Rennen wird wohl ohne ihn gestartet werden. Und Sie sehen es, für Katsai ist die Fahrt wirklich schon zu Ende, bevor es losging. Also 3 tschechoslowakische Fahrer auf den besten Positionen. Jetzt vor dem Start an links außen der rote Lader, das ist unser Klaus Gohlke, also der an 4. Position momentan steht. Start wird in Kürze erfolgen zu diesem Tourenwagenrennen Gruppe A bis 1300 Kubikzentimeter. Das Feld hat sich formiert, das müssen ja erst alle Autos stehen, bevor es das grüne Licht gibt. Da hat man wohl noch auf einen gewartet, der zwischendurch Probleme hatte. Ah, das ist das Schlussfahrzeug. Die Strecke ist damit gespart. Klarzeichen, es kann losgehen. Oh, und die 3 tschechoslowakischen Fahrer auf gleicher Höhe. Der František Dosek mit seinem Skoda, dem blauen Skoda, wohl am besten erst einmal losgekommen. So ist es. Sie sehen rechts den einen weißen Lader stehen. Ursprünglich hatten sich 30 Fahrer für dieses Rennen
qualifiziert, nachdem Juri Katsai ausstieg, traf es dann auch den bulgarischen Fahrer Gerov. Also 28 Fahrer begeben sich auf die 14 Rundenjagd, was dann einer Gesamtlänge von 95,074 Kilometer entspricht. Wir wollen sehen, wie sich das Feld in dieser ersten von 14 Runden einordnet. Vorn, das ist eindeutig, fährt erst einmal František Dosek aus der GSSR auf seinem Skoda. Aber dahinter geht es eng zu. Peter Gurke an vierter Position. Gut auszumachen, das rote Auto bzw. das dunklere in der Verfolgergruppe, wenn sie uns auf einem Schwarz-Weiß-Fernseher zuschauen. Fahrer aus sechs Ländern sind hier bei diesem Pokallauf für Frieden und Freundschaft am Start. Fahrer aus der Volksrepublik Polen, der GSSR, Bulgarien, der Sowjetunion, Rumänien und natürlich auch aus der DDR. Das Feld noch dicht beisammen. Das wird sich mit Sicherheit auf den 95 Kilometern dieses Bild ändern. Ladislav Dares ist Zweiter. Momentan. Dritter die 25, Josef Studenitz. Und Vierter Peter Gurke. Alles schön geschlossen, eng beieinander. Hier in Oberböhmsdorf, kurz vor dem Start-Ziel-Gelände, ist die erste Runde absolviert. Klaus Gurke von der Bahn ab. Lenkfehler. Und den wird wohl der Fahrer mit der Startnummer 74 ausgenutzt haben. Das ist Tararanov aus der Sowjetunion. Also Gurke erst einmal auf den fünften Platz durch diesen Steuerfehler zurückgefallen. Hier ist der Tararanov jetzt also an vierter Position. Und da verliert der tschechoslowakische Fahrer auf seinem Skoda, der František Dosek, die Spitzenposition. An, das werden wir gleich sehen, wenn wir mal wieder die Startnummer erkennen. Wird wohl Ladislav Dares sein, der Trainingsschnellste, der da vorbeigezogen ist. Na, das hat natürlich nichts mit Sicherheitsabstand zu tun, muss ja auch nicht sein beim Straßenrennsport. Nicht zur Nachahmung für die Straße empfohlen. So, und Gurke scheint mir wieder auf dem vierten Platz zu sein, aber wo ist denn dann der Samara von Tararanov abgeblieben? In der fünften Position ist der auch nicht zu finden, an der sechsten auch nicht. Also offensichtlich gibt es mit den Samara noch Probleme. Nach dem Katsai-Ausstieg, schon vor dem Start, nun auch Tararanov zurückgefallen.
Oh, da geht's aber eng zu. Zwischen Studienitz und Gurke. Vorne hat sich mittlerweile wieder der Skoda an die Spitze gesetzt, der František Dosek. Gurke, da Dritter, Ausgang der zweiten Runde. Dosek vor Bade. Hier links sehen Sie schön in dieser Einstellung noch den alten Kurs. Früher ging es ja nach unten runter bis rein in die Stadt Schleiz, in die Haarnadelkurve. Dieser risikovolle Posten auf dieser Strecke wurde ja entschärft. Ein neues Teilstück ist gebaut worden und sehr schön mit einer Schikane. Sehr gut für die Zuschauer zu sehen, die Fahrkünste der Piloten. Ja, und die beiden wechseln sich nun regelmäßig scheinbar an der Spitze ab. Bares in dem weißen Fahrzeug und Dosek auf dem blauen. Aber der Vorsprung ist ganz gering und wunderbar, Klaus Gurke hält den Anschluss. Das müssen Sie ja auch mal bedenken, dass es für einen Fahrer, der vorhin schon einmal diese Runden hat, bei diesen hochsommerlichen Temperaturen, die hier heute in Schleiz herrschen, absolviert hat. Das ist ja eine enorme Anstrengung, sich jetzt erneut 40 Minuten voll zu konzentrieren und die Kraft aufzubringen, solch ein schweres Rennen durchzustehen. Gar nicht zu schweigen von der Belastung, die auf dem gesamten Auto, auf dem Motor, auf den Rädern etc. lasten. Aber Klaus Gurke, so heißt er richtig. Klaus Gurke kann aufschließen. Ja, da ist er dran. Na, das ist ein spannendes Rennen, was wir hier verfolgen. Gurke attackiert sogar Dosek. So, die dritte Runde ist vorbei, es geht in die vierte. Und der Stand der Dinge, Ladislav Bares, GSSR, führt vor seinem Landsmann Dosek. Klaus Gurke auf Platz 3. Und mit der Startnummer 64 hat sich Alexei Grigorjev aus der UdSSR, der dritte des Vorjahres, hier in Schleiz schon auf den vierten Platz vorgearbeitet. Bernd Müller, der, Moment, ich muss in die Trainingsliste gucken. Die achtschnellste Trainingszeit hatte, ist mittlerweile auf dem fünften Platz. Er trägt die Startnummer 16, falls er mal ins Bild kommt. Also unsere Männer halten hier wacker mit. In diesem Lauf, ich sagte es eingangs, in dem es um Punkte für die Mannschaftswertung im Pokal für Frieden und Freundschaft geht. Dort führt momentan die UdSSR vor unseren Fahrern und den polnischen Piloten. Und wenn man sich im Fahrerlager umhörte, dann klang schon ein wenig Stolz aus dieser Zwischenplatzierung. Und nun setzen sie natürlich alles dran, dass dieser zweite Platz mindestens gehalten wird. Und das, was sie bisher zeigen, unsere Männer in diesem Rennen, das
kann diese Aussage eigentlich nur stützen. Sie fahren wirklich gut mit. Ah, da will wohl Daszak wieder vorbei mit seinem Skoda. Gurke bleibt auch an ihm dran. Oh, die drei liefern sich da aber einen erbitterten Kampf um die erste Position. Das sieht natürlich toll aus. Und dicht auf an vierter Position, nicht zu unterschätzen, Alexei Grigorjew aus der UdSSR, der fünfmalige Landesmeister der Sowjetunion. Jetzt wieder durch über Burmsdorf. Die vierte Runde ist absolviert. Stoneck führt vor Mares. Gurke und Grigorjew hat aufgeschlossen aus dem Spitzentrio. Ist ein Quartett geworden. Rund 115 PS haben diese Maschinen unter der Motorhaube. Das erlaubt Spitzengeschwindigkeiten bis zu 200 Kilometern pro Stunde, die hier in Schleiz aber nur schwer erzielt werden können, da der Kurs doch eher ein technisch anspruchsvoller als ein ausgesprochener Hochgeschwindigkeitskurs ist. Aber wir müssen mal aufpassen, dass Grigorjew und Gurke dranbleiben an den beiden Führenden. Und Sie sehen es oben am Bildrand, Gurke wird attackiert, verliert seine vierte Position. Nicht, dass das Auto langsamer wird. Vorne Vares vor Daszak. Die beiden haben sich ein bisschen abgesetzt. Gurke wieder Dritter. Und ja, das ist ein ständiger Positionskampf. Daszak wieder an der Spitze des 28-Fahrer starken Feldes. Der Rundenrekord wird übrigens von dem Mann gehalten, der hier gar nicht mehr mit dabei ist und dem Juri Katsai aus der Sowjetunion im vorigen Jahr aufgestellt. Er benötigte für eine Runde 3 Minuten 02,23 Sekunden, was einem Stundenmittel von 134,158 Kilometer pro Stunde entspricht. Mal sehen, ob sich da heute an diesem Rundenrekord etwas ändern wird, ob er in positiver Richtung nach oben geschraubt werden kann. Franticek, Daszak auf dem Skoda und Ladislav Marel auf dem Lader. Klaus Gurke Dritter nach 5 Runden. Thank you.
Klaus Gohlke, den Sie gut ausmachen können, der wird attackiert von Bernd Müller, der aufgeschlossen hat. Also zwei Fahrer aus unserem Land jagen im Moment die GSSR-Piloten in der sechsten Runde bei diesem Rennen. Und da setzt sich erneut Ladislav Barres an die Spitze. Sie können das gut verfolgen, dieses spannende Rennen in dieser Klasse. Vielleicht einige Informationen zu den Automobilen, die hier gerade unterwegs sind. Sie sind ja nicht zu vergleichen mit dem Lader oder mit dem Auto, was Sie zu Hause vielleicht die eigenen. Hier sind ja einige technische Veränderungen erlaubt. Dafür gibt es ganz genaue Ausschreibungen. Ich würde gern was dazu sagen, wenn es nicht so spannend wäre, wenn der Klaus Gohlke nicht so dicht aufkäme und hier vielleicht sogar eine Attacke auf die Position 2 oder Position 1 unternimmt. Hier mit der 16, das ist Bernd Müller. Klaus Gohlke versucht es immer wieder. Er, der seit 1985 in dieser Klasse zu Hause ist, davor in der Verbandklasse fuhr. Aber ich glaube, er ist gut beraten, wenn ihn erst einmal im Windschatten fährt und dranbleibt an diesen beiden starken tschechoslowakischen Fahrern, die nach wie vor die Plätze 1 und 2 ständig tauschen, damit sie gut verfolgen können. Also ich sagte, einige technische Veränderungen dürfen die Fahrer und ihre Teams vornehmen. Da wäre zum Beispiel die Knochenwelle freigestellt, an der Verdichtung und an den Kolben darf gearbeitet werden. Auch die Auspuffanlage ist freigegeben. Der Vergaser, das muss ein Serienvergaser sein, allerdings können auch hier die Düsen anders bestückt werden. Ladislav Barres, František Dosek und unser Klaus Gohlke. Die drei bilden die Spitze in der siebenten von 14 Runden. Die Hälfte der 95,074 Kilometer ist also liegt in Kürze hinter den Fahrern. Und Bernd Müller ringt um Anschluss auf der vierten Position fahren. Ja, und Sie haben es bestimmt zu Hause an den Bildschirmen schon längst ausgemacht. Der Bernd Müller an vierter Position fahrend hat nicht die Startnummer 16, sondern die 76. Ist
aber auch leicht für eine 7 zu halten. Da wollte Klaus Gurke eben vorbei, da wurde in der Stadtkurve aber noch zugemacht, die Ecke von František Daszak. Da muss sich Klaus Gurke erst einmal mit dem dritten Rang begnügen. Das hat auch sofort wieder ein paar Sekunden gekostet, beziehungsweise zehnte Sekunden gekostet, dieser Versuch vorbeizuziehen, ausgebremst zu werden, runterschalten zu müssen und den Motor von neuem hochzuführen. Unser Hubschrauber und die Schrifteinblendung stellen Ihnen die Strecke in Ruhe noch einmal vor. Geht es nun aber über Minuten schon hauteng vor dem Zug. Auch hier im Schauerschacht, wo Höchstgeschwindigkeiten erzielt werden können. Jetzt kommt dieses Waldstück, die Waldkurve, und dann haben die Fahrer ihre achte Runde schon hinter sich. Während die Fahrer in dieser Reihenfolge die neunte Runde zurücklegen, erreicht mich die Notiz, dass die bisher schnellste Runde von der Startnummer 86, also von Bernd Müller, gefahren wurde. In der vierten war das. 3 Minuten 1,26 Sekunden, einem Stundenmittel von 134,876. Und das ist schlicht und einfach Rundenrekord. Übrigens genau wie gestern bei den Motorradrennen, auch hier sind natürlich die Slickreifen einer großen Belastung ausgesetzt. Auch hier hält ein Reifensatz nur, je nach Beschaffenheit der Strecke und nach Fahrstil, 3, maximal 4 Rennen. Und für diese Reifen, da gibt es ganz genaue Vorschriften, die eingehalten werden müssen, was zum Beispiel die Breite betrifft.
7 Zoll sind da maximal erlaubt, also knapp 18 cm. Der Luftdruck vorn fahren die Fahrer im Durchschnitt so um die 2 Atü. Hinten 2,6. Und Klaus Gurke drückt die Spitze. Hier mit den Dacia, das sind dann gleich Fahrer, die überrundet werden, Gäste aus Rumänien. Hoffentlich geht da alles gut. Ja, das ist eine sportlich faire Fahrweise von den Fahrern, die da überrundet werden, dass sie Platz machen und die Spitzengruppe ziehen lassen. Eine Spitzengruppe, die sich einen wunderschönen Kampf um die Plätze 1, 2, 3 und 4 liefert. Runden sind es noch. 4 mal 6.791 Meter in Schleiz und Umgebung. Da, die Startnummer 86 ist ausgefallen. Oh, Bernd Müller ausgefallen, da gab es wohl eine Karambolage mit der Nummer 105. Das ist Sylvin Dino aus Rumänien und das scheint das Aus für beide zu sein. Das ist schade. Sie erinnern sich, Bernd Müller hatte durch seine schnellste Runde mächtig an Boden gut gemacht und war an die Spitzengruppe rangefahren. Ja, oho. Er hat es geschafft, der Klaus Gurke. Er ist erst einmal auf Position 2 und etwas irritiert, der František Dosek muss Gurke vorbeiziehen lassen, liegt an dritter Position. Und jetzt greift Gurke den Ladislav Dares an, der den weißen Lader fährt. Und, oh, oh, oh. Also da passt kein Programmheft mehr zwischen, wie es aussieht. Und da dürfte im Moment das Gaspedal auf das Bodenblech bald eindrücken. Mein lieber Mann. Dares vor Gurke. Und Dosek, so die Reihenfolge nach 11 Runden. Aber da hat sich Dosek den zweiten Platz erst einmal wieder zurückgeholt. Da hinten vor dem Kurvenlabyrinth.
Siegfried. Sonntag übrigens mit der Startnummer 96 ein weiterer Fahrer unseres Landes auf dem 6. Platz. Auch das soll nicht unerwähnt bleiben, wenn es hier vorne so eng zugeht. 5. momentan Thomas Schäck aus der GSSR. Der Klaus Gulke, der sagte vor dem Rennen eindeutig, er nimmt sich zum Ziel, hier unter die ersten 10 zu kommen. Man mag es kaum glauben, wenn man sieht, wie er hier momentan auf der 3. Position liegen, die führenden tschechoslowakischen Fahrer attackiert. Klaus Gulke konnte ja mit dem bisherigen Saisonverlauf durchaus zufrieden sein. In Poznan beim ersten Wertungslauf war er 8. In Riga beim zweiten war er 5. Und hier ist er momentan wieder 2. Dieses Trio prägt den Charakter dieses spannenden Rennens. Auch jetzt Ausgangs der 11. Runde. Und in dem Positionsenher hin und her heißt es Übersicht bewahren nach 12 Runden. Der Stand der Dinge. Ladislav Bades, GSSR, vor Klaus Gulke, DDR und František Daszak, ebenfalls GSSR. Klaus Gulke jagt Ladislav Bares in der 12. Runde. Die beiden, Bares und Gulke, jetzt mit einem minimalen Vorsprung. Werden Sie ihn im Duett weiter ausbauen? Gurke im Windschatten. Schert aus. Ah, das wird noch nichts.
Oh, mal sehen, ob es jetzt klappt. Oh, der Zug war jetzt einfach da links und jetzt nach rechts rüber. Versperrt dem Klaus Kulke etwas den Weg. Start um 4 heute links. Es geht ein in die vorletzte Runde eines dramatischen Rennens in der Tourenwagenklasse bis 1300 Kubikzentimeter. Und Klaus Kulke, dem muss man schon jetzt ein riesen Kompliment machen für dieses tolle Rennen, das er hier den über 100.000 Zuschauern liefert und natürlich auch ihn zu Hause am Bildschirm. So, wir haben einen neuen Rundenrekord zu vermelden. Aufgestellt in der 11. Runde von dem tschechoslowakischen Fahrer Tomášek auf einem Skoda 130 L erreichte er, blieb ja unter der 3-Minuten-Grenze. 2,59,83, das sind fast 136 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit. Und dieser Tomášek liegt auf Rang 5, das soll nicht unerwähnt bleiben. So, jetzt halt aufpassen, Peter Gurke, der Maschinenbaumeister, der in Berlin-Weißensee arbeitet. Nicht abreißen lassen, den Ladislav Bares nicht zu weit davonziehen lassen. Dritter, sie hatten ihn eben, der Franticek Dursek, auf dem blauen Skoda. Sieg hat Sonntag, DDR momentan auf Rang 7. Noch knapp 10 Kilometer und dann sind die 20 Liter, die für diese 14 Runden Hartz benötigt werden, aufgebraucht. Klaus Kulke setzt dem Ladislav Bares ganz schön zu. Und die große Frage ist, wird Klaus Kulke den Ladislav Bares sogar noch vom ersten Platz verdrängen können? Das wäre keine Frage, ein Supersieg. Und der Mann, der hier erneut einen Rundenrekord aufstellte, nämlich der Tschechoslowake Tomášek, er fuhr eben schon wieder einen neuen mit 2 Minuten 59,47 Sekunden. Er ist mittlerweile auf der 4. Position. Oh! Das ist die Startnummer 96. Siegert Sonntag wäre das gewesen, den es da übel erwischt hat. Hoffen wir, dass ihm nichts passiert ist. Die Fahrer sind ja durch den Überrollhügel in solchen Fällen geschützt.
An der Spitze hat sich auch in dieser letzten Runde auf den Positionen 1, 2, 3 bisher nichts geändert. Barres, Gohlke, Dosek. Das wäre der Einlauf, wenn es in dieser Reihenfolge auch noch die letzten Kilometer so weiterginge. Und der Abstand von Klaus Gohlke auf den führenden Ladislav Barres scheint doch so groß zu sein, dass er es nicht mehr schaffen wird. Aber wir haben zur Einschätzung des Rennens vorhin schon eine Meinung ab. Da wird ein Fahrer überrundet. Er fährt als erstes über den Zielstrich, Ladislav Barres. Und als zweiter unser Klaus Gohlke, der DDR-Meister von 1987. Der Sachsenring-Sieger dieses Jahres. Und auf dem dritten Platz fährt ein die Startnummer 26, Franticek Dosek auf dem Skoda. Es war ein ganz tolles, es war ein ganz spannendes Rennen. Und wir werden uns jetzt bemühen, der Martin Walter wird sich bemühen, gleich mal an das Fahrzeug von Klaus Gohlke ranzugehen und nach dieser tollen Leistung eine erste Stimme eines bestimmt total verschwitzten Fahrers einzufangen. Denn wir haben hier draußen gut und gerne in der Sonne über 30 Grad und auch in einer Fahrerkabine wird es nicht das größte Vergnügen sein. Martin Walter, sehe ich, ist dran am Klaus. Bin ich hier runter. Hallo, Klaus Gohlke. Moment, erstmal Helm runter. Klaus, erstmal herzlichen Glückwunsch. Ein erster und jetzt noch so ein Ding. Klasse. Wie war es jetzt draußen? Ich habe Ihre Nerven bewundert. Ich habe diesen Lauf, die ersten 10 Runden, am Monitor beobachtet und habe mir gesagt, der Barisch, das ist ja kein heuriger Hase. Und der Dosek, wenn er Anlauf holt zum Überholen, machten sie zu. Und da war nichts. Wie lange hält man das nervlich durch? Naja, ein bisschen nach am Ende sind, aber das reicht. Wobei natürlich, wenn zwei Tschechen vorne sind, ist das immer schwierig. Man hilft sich natürlich gegenseitig, ist klar. Ja. Es war ja wahrscheinlich auch zu sehen, dass er dann ein bisschen, ihn hat er mal zugemacht. Ja, wir haben ich schon gerade bloß Glück gehabt, dass Dosek in meiner Schikane etwas so zügig war, dass er raus auf Gras und da war am Ende weg gewesen. Ich hatte so das Gefühl, hier auf der Start- und Zielgeraden reichten bei Ihnen die Körner nicht ganz aus, um die zwei zu halten. Nee, das ist richtig. Sagen Sie mal, etwas andere Motorcharakteristik, dafür war ich senkhoch immer wieder dran gewesen. Ja, vor der Waldkurve. Ja. War gut zu sehen. Aber eine ganz private Frage, warum fahren Sie die erste Runde mit einer offenen Tür? Ja, das habe ich auch erst hinterher gemerkt. Hab's dann noch zugemacht, wo mal Zeit war. Es war zu sehen, ja. Also wie gesagt, Klaus Gohlke, das war für Sie ein großer Tag heute. Kann man sagen. Ich glaube schon, in dieser Hitze des Gefechtes hier, Sie haben nicht nur Schweiß, sondern auch Nerven gelassen bei diesem Rennen. Stimmt. Alles Gute nochmal. Guten Start auch für die weiteren Pokalläufe. Dankeschön. Ja, danke. Einen schönen Dank nochmal.